Es war ein bisschen wider meine Erwartung. Es passiert einfach ab und zu entspannter, sage ich mal. Man hat nicht so viele Tests. Das hat logischerweise auch super geklappt. Überrascht hat mich, dass ich einmal Gastfamilie wechseln musste. Einfach offen und ehrlich sein und dann klappt das alles. Hallo, ich bin der Simon, ich bin 16 Jahre alt und ich bin jetzt schon seit 9 Monaten in Irland und heute erzähle ich euch, welche Erwartungen ich hatte, als ich hierher gekommen bin, welche sich bewahrheitet haben und welche vielleicht eher auch nicht. Ich fange jetzt einfach mal an und zwar meine erste Erwartung war, Freunde zu finden. Das habe ich erfolgreich geschafft, hat gut hingehauen. Dann wollte ich auch noch Englisch lernen, das habe ich auch sehr gut hingekriegt. Das passiert einfach logischerweise, wenn man mit englischen Leuten redet. Schreiben hat leider nicht so gut hingehauen. Ich bin nämlich in einem Transition Year, das ist eher ein besonderes Jahr. Entspannter, sage ich mal, man hat nicht so viele Tests, man macht einfach mehr praktischere Sachen. Es ist mehr praktisch orientiert und es kommen mehr Leute rein und geben dir einen Vortrag über gewisse andere Nebengebiete, die auch ganz interessant sind. Das heißt, ich habe jetzt keine so tollen englischen Schreibskills, aber trotzdem hat sich der Punkt zumindest im Sprechen sehr toll bewahrheitet. Mein dritter Punkt war, dass ich in ein neues Land wollte. Das hat logischerweise auch super geklappt. Eine nette Gastfamilie wollte ich noch sehr gerne. Ich muss sagen, ich kann mich nicht beklagen. Ich bin sehr zufrieden mit ihnen. Ich glaube, sie sind auch sehr zufrieden mit mir. Einfach offen und ehrlich sein und dann klappt das alles. Und mein fünfter Punkt war unabhängiger werden. Ich muss sagen, ich kann nicht wirklich sagen, ob das hingehauen hat. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen unabhängiger geworden, selbstständiger geworden. Ich arbeite noch dran, aber ich würde sagen, ich bin auf einem sehr guten Weg. Was ein bisschen anders war als erwartet, war, dass ich mit sehr vielen Austauschschülern in einer Klasse war und eher mit nicht so vielen Iren, mit nicht so vielen Einheimischen. Deswegen war das für mich leichter, Anschluss zu finden, weil man einfach leicht ins Gespräch kommt und die Iren sind schon alle, haben schon teilweise ihre Freundesgruppen gehabt und man selber war irgendwie einfach ein bisschen aufgeschmissen und hat sich deswegen dann einfach gleich in Gruppen zusammengefunden. Das war sehr schön. Überrascht hat mich, dass ich einmal Gastfamilie wechseln musste. Das war ein bisschen wider meine Erwartung. Es passiert einfach ab und zu. Und zwar war mein Grund der einfache, dass unsere alte Gastmutter sich überarbeitet hat und wir deswegen kurz gefasst zu viel Arbeit verursacht haben. Dagegen kann man ja nichts machen. Sowas passiert einfach. Das heißt, es kann auch durchaus manchmal passieren, dass man Gastfamilie wechselt aus diversen Gründen, die unerwartet kommen. In der Schule kann ich über die Mitschüler sagen, dass sie offener waren als erwartet. Ich habe eigentlich relativ schnell oder leichter Freunde gefunden. Ich hatte mir am Anfang sehr viel Sorgen gemacht, wie das denn das Ganze jetzt so hinhaut, aber letztendlich im Nachhinein kann ich sagen, ziemlich viele der Sorgen waren unbegründet. Es fällt einem leichter als erwartet. Man muss einfach nur offen sein und auf sie zugehen. Und dann haut das Ganze großartig hin. Und auch wenn man sich Sorgen macht, irgendwie, dass die Lehrer, weil es jetzt eine andere Sprache ist und dass man im Schulstoff mitkommen muss, dass da irgendwie ein besonderer Druck auf einem ist, das stimmt auch nicht so wirklich. Klar, man muss sich natürlich anstrengen und versuchen, den Lehrern zuzuhören. Aber wenn man mal was nicht versteht, sind die Lehrer meistens immer offen, wenn man dann nach dem Unterricht nochmal reinkommt und fragt. Einfach mal in der Pause mal nachfragen. Und dann sollte das Ganze auch geklärt sein. Zu meiner Gastfamilie kann ich sagen, dass ich kaum Erwartungen hatte, weil ich wirklich mir nicht vorstellen konnte, wie die denn, was sie denn für Leute sind, welche Konstellation. Sämtliches wäre anders gewesen, könnte anders sein. Deswegen hatte ich, ehrlich gesagt, nicht so viele Erwartungen. Ich habe einfach gehofft, dass sie nett sind und dass, wenn ich offen bin, dass alles super klappt. Und genau das kann ich jetzt auch weitergeben. Das fand ich sehr schön, weil ich recht hatte. Prinzipiell weiß man am Ende gar nicht, wie diese Gastfamilie aussieht, bis man eben dieses Blatt vor sich hat, wo das draufsteht. Deswegen einfach in der Erwartung nicht so viel sich vorstellen, weil alles, was man erwartet, könnte nicht hinhauen. Wenn man eben einfach nur hofft, dass es eine nette Familie ist, dann ist ja alles super. Meine Erwartungen an das Land. Ursprünglich wollte ich in die USA, aber das hat leider aufgrund von Corona nicht geklappt. Das war ein bisschen schade für mich, aber darum soll es heute nicht gehen. Und dann für Irland war es dann, ja, alles grün, nette Leute. Ich musste sagen, ich hatte eigentlich nicht so viel Ahnung oder viele Klischees über Irland, bevor ich hierher gekommen bin. Aber alles, was ich jetzt sagen kann, sind, Menschen sind sehr nett, Menschen sind sehr offen. Es ist alles sehr viel, sehr grün, wenn ich hier gerade rausschaue. Sehr viel Kühe, sehr viel Schafe. Wahrscheinlich eindeutig mehr Schafe als Menschen hier drinnen. Mir gefällt es dann sehr. Ganz zum Schluss noch meine Erwartungen für den Anschluss. Also wie ich Anschluss finde, wie ich Freundschaften gemacht habe. Es gab ganz am Anfang so ein Meeting von allen Austauschschülern, die in meinem Umkreis sozusagen waren. Und es wurden die Regeln erklärt. Und am Anschluss gab es dann noch Gratis-Tee. Tee ist ja übrigens auch sehr bekannt hier in Irland. Immer wenn man irgendwo eingeladen ist, gibt es Tee.
der angeboten wird. Und meistens nimmt man das dann auch an, einfach aus Höflichkeit. Und dann gibt es einen Kuchen dazu. Das gehört einfach hier auch noch zur irischen Tradition. Und an diesem Abend habe ich sehr viele Austauschschüler auch gesehen und mich ein bisschen mit ihnen unterhalten. Und da gilt einfach offen sein und einfach versuchen, so viele anzusprechen wie möglich, auch wenn es einfach nur ein sehr kurzes Gespräch ist. Und vielleicht kommen wir dann mit welchen in ein tieferes Gespräch und tauschen vielleicht auch Handynummern aus. So, dasselbe ist auch bei uns passiert. Ich habe zwei andere Deutsche gefunden und eine Italienerin. Die haben dann irgendwie relativ schnell einen Gruppenchat gemacht. Und dann hieß es, hey, wollen wir uns nicht mal am Samstag treffen? Dann haben wir alle zugestimmt und haben uns dann getroffen und es war großartig. Es hat alles geklappt. Kann ich weitergeben, auf andere Austauschschüler zuzugehen, weil die ihren da braucht man ein bisschen mehr Zeit. Aber Austauschschüler sind einfach, haben dasselbe Problem wie du, Anschluss zu finden. Deswegen einfach auf Austauschschüler am Anfang zu gehen und dann wird das schon alles klappen. Dann danke ich euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr das Video gemocht habt, könnt ihr gerne ein Like geben oder auch abonnieren, wenn ihr möchtet. Und nichts mehr verpassen wollt. Und man sieht sich irgendwann später mal.